Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 17. Juni 2018? Bei Sonnenaufgang geht die tierkreiszeichnende Zwillinge in Osthorizont auf. Das ist ein Aufstieg für die Zwillingsgeborenen, weil sie werden gerade wahrgenommen. Die Zwillingsgeborenen haben die Bedürfnis nach Klarheit, Orientierung und auch nach Wahrheit. Es kann auch sein, dass die Wahrheit kommt ins Licht. Was die Gespräche betrifft, eher zurückhaltend sein, weil ein Versuch, ein klärendes Gespräch zu führen, kann zu Missverständnissen führen. Die andere versteht das falsch, zieht sich zurück oder ist dann beleidigt. Das ist nicht der richtige Augenblick, versuchen etwas zu klären. In Liebepartnerschaft haben die Zwillingsgeborenen Glück, und das ist ein sehr gutes Gefühl. Die Zwillingsgeborenen brauchen gerade auch die Ruhe und auch die Kraft, auch das innere Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommen Informationen oder ein Gespräch, aber das führt heute zum Missverständnisse. Es kann passieren, dass jemand aggressiv kommt. Das verletzt die Krebsgeborenen, sie ziehen sich zurück und somit entsteht ein Missverständnis. Es ist nicht einfach momentan etwas zum Klären, weil die andere hört nicht zu, versteht das andere, wird vielleicht wütend sein und das führt zu Missverständnissen. Kann auch bedeuten für die Krebsgeborenen, dass sie bekommen eine Nachricht oder eine Information. Oder haben gerade einen Termin oder einen Vertrag und sie verstehen nicht, was der andere meint. In diesem Fall sollen die Krebsgeborenen nachfragen, wie meinst du das? Oder bei Verträgen unbedingt noch etwas überprüfen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen erleben etwas Besonderes zurzeit und das ist die karmische Liebe, karmischen Erinnerungen. Oder eine Begegnung im seelischen Ebenen, karmischen Verbindungen. Aber etwas empfinden die Löwengeborenen gerade als ungerecht. Entweder eine rechtliche Lage, was nicht vorangeht, und das empfinden die Löwengeborenen als ungerecht momentan. Oder im Arbeitsplatz gibt es Ungerechtigkeit oder kommen alte Erinnerungen in die Liebe, Partnerschaft, vielleicht nicht im Augenblick, aber diese Erinnerungen haben die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen brauchen Ruhe und sie ziehen sich gerade zurück. Bei vielen Jungfraugeborenen ändert sich etwas in wohnlichen Situationen. Entweder eine neue Einrichtung oder ein Umzug oder schlicht einfach machen die Wohnung, das Haus gerade sauber und genießen diese Ruhe. Ein wichtiges Gespräch nähert sich, aber heute ist nicht einfach etwas zum Klären. Lieber warten für einen besseren Moment und erst dann einen klärenden Gespräch zu führen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen fühlen sich eingeschränkt, besonders was die berufliche Situation betrifft. Sie haben tolle Ideen, sie möchten etwas verändern, aber die anderen können nicht überzeugen dafür und die Gespräche führen hier auch zu Missverständnissen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen reicht es gerade, weil es läuft etwas ungerecht. Sie haben momentan Wut. Sie sollen auf die innere Ruhe achten. In die kommenden Tagen beruhigt sich das alles.
Die Tierkreiszeichen Schützen geborenen haben eine bessere Energie, weil sie sind begeistert von etwas und die Schützen geborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft. Auch in die beruflichen Situation verbessert sich etwas. Aber heute einen klärenden Gespräch zu führen, ist bei den Schützengeborenen, ist auch nicht möglich. Das führt auch nur zu Verletzungen, zu Missverständnissen. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben Wünsche und Ziele und sie möchten diese Ziele auch erreichen, aber sie wissen nicht, in welche Richtung sollen sich orientieren. Erstmal das Verinnerlichen und dann klare Entscheidungen treffen. Was auch wichtig ist bei den Steinbock-Geborenen, sie sollen dafür etwas aufgeben, etwas beenden, etwas loslassen oder von etwas trennen oder kündigen. Erst dann kommt eine andere Richtung und dann kommt auch die Verbesserung. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen fühlen sich müde und erschöpft. Es fehlt die inneren Gleichgewicht. Sie sollen die Ruhe bewahren. Wenn die Wassermann-Geborenen versuchen, heute etwas klären, ob das beruflich ist oder in die Liebepartnerschaft, das führt auch zu Missverständnissen und das macht die Wassermann-Geborenen aber auch wütend im Augenblick. Eine Reise wird eine Bedeutung sein, entweder Urlaub oder Kontakte im Ausland oder ein Besuch von Ausland. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben mehr Glück und sie handeln intuitiv, da bewegt sich einiges. Die Fischengeborenen fühlen sich aber ein bisschen unsicher und sollen sie diese Unsicherheit überwinden. Es ist alles wunderbar, wie das läuft. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Aufstieg und sie haben auch die Ideen, auch die Kraft, all das zu bewältigen. Aber die Gespräche führen hier auch zu Missverständnissen. Ein Reinigungsprozess, eine Heilung hat auch Bedeutung, zurzeit nicht nur heute, sondern das ist ein Prozess bei den Wiedergeborenen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist etwas ruhig. Es werden aber noch Veränderungen kommen. Jetzt etwas klären, einen Termin ausmachen oder neu orientieren ist gerade nicht der richtige Augenblick, weil das ist alles noch in die Schwebe. Es ist alles noch unklar, undeutlich. Ein bisschen Geduld noch. Und das war mein Tageshoroskop und die Blitzberatungen. Möchte ich noch erklären, was ist es und wie funktioniert es. Es sind E-Mails, Beratungen und es geht wirklich blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage und Sie bekommen eine schnelle Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.